YouTube. Hallo Miro insbesondere. Das wird eine Videoantwort für dich. Welche Messer wir haben, einen Folder und ein feststehendes Messer, das wir so eigentlich, wenn wir kein anderes Messer mehr bekämen, wirklich behalten wollen, wenn wir alles abgeben müssten. Und das eine ist mein allseits bekanntes Victorinox Swiss Champ, und das trage ich über einen Schlüsselring am Korkenzieher als EDC. Das werde ich jetzt aber in die Service-Reparatur von Victorinox geben, weil die Stichahle sehr locker geworden ist. Und ich versuche mal deren Service aus. Ich habe das von Gear to Videos gesehen, dieses Video, und da probiere ich aus. Deswegen werde ich das jetzt mal eine Zeit lang nicht als EDC haben. Stattdessen wird dieses Sanremo Einhandmesser wird jetzt mein EDC sein für die nächsten, was auch immer, 3-4 Wochen. Das hat keine Verriegelung. Es hat nur so zwei Kugellager, die hier quasi einen Slipjoint machen. Dieses Messer habe ich von Geser geschenkt gekriegt aus Ungarn. Und da möchte ich mich an der Stelle bedanken dafür. Und wo wir schon beim Thema sind, ich habe von ihm auch ein Langarm T-Shirt quasi, so ein etwas dickeres T-Shirt geschenkt bekommen von der ungarischen Armee und ein kurzes. Also, ich muss sagen, ich habe das eingetauscht und dieses Armband. Ich habe nämlich vom Carlos das Glock feststehende österreichische Armeemesser geschenkt bekommen, habe mich dann mit dem Carlos kurz geschlossen und der Geser war da sehr erpicht auf dieses Messer, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Bargain, ein Klüngeln, wie man so schön sagt, einen Tausch. Ich darf mir eins von seinen Messern aussuchen, und zum Ausgleich hat er mir dann halt noch etwas Zusätzliches gegeben. Also ich bin richtig lucky und happy für dieses Teil, weil es in Deutschland legal ist, als Einhandmesser, und ich bin richtig froh, dass ich das jetzt als EDC trage. Und als feststehendes Messer würde ich das Lepus Cobra nehmen. Warum nehme ich das? Ah, ich habe es quasi entworfen und der Lepus hat es mir umgesetzt. Ich habe einfach ein Faible dafür. Ich mag die Messer, die handgemacht sind. Da steckt Seele drin, da steckt Herzblut drin. Dieses Messer ersetzt ein kleines Beil, ist aber wesentlich praktischer als ein normales Beil, weil ich es hier schön vorne greifen kann. Ich kann ziemlich feine Arbeiten da noch machen. Also alles, was mein Victorinox nicht als Messer schafft, das schafft es auf jeden Fall. Bin ich also auch sehr froh drüber, dass ich das mein eigen nennen kann. Und was die Boxen angeht, so habe ich hier eine kleine Survival Boxdose, die habe ich nicht selber gefüllt, sondern die ist von Voidrop gefüllt. Die mache ich in der Regel aber nicht auf. Was ich oft dabei habe und ich selber gefüllt habe, ist diese Dose. Die Dose ist verschlossen mit solchen Stückchen Fahrradschlauch, die ich da eben gut rummache. Die sind super gute Feuerverlängerer, wenn man nichts Gutes Trockenes hat, aber wir haben halt auch andere Dienste. Das ist eine alte Kreditkarte oder sowas von Ikea. Da habe ich drei Art Speichen drin reingelegt. Kann man als Zeltheringe benutzen, kann man für einen improvisierten Kochtopfständer benutzen. Darum Duct Tape. Das klemmt sich hier wunderbar so rein. Hier habe ich 2x10
Kohletabletten. Ich brauche für mein Körpergewicht 7 Kohletabletten, also reicht das quasi für 3 Anwendungen. Streichhölzer, dann von Lepus das Pizzamesser, was ich mit so einem Hanfseil umwunden habe. Dadurch ist es sehr komfortabel. Ich habe hier einen Anti-Stress-Tee. Könnte vielleicht in einer Paniksituation wichtig sein. Etwas Traubenzucker. Wirklich nur eine ganz kleine Notration. Ein Feuerstahl. 20 Meter Nylonschnur. Kienspan. Birkenrinde in ein Teelicht reingerollt. Etwas Zunderpilz. Ein Stückchen kleine Kerze. Hier unten eine kleine Geburtstagskerze. Hat aber eine hohe Flamme. Ja, nochmal ein Stückchen Zunderpilz. Und dann eine selbstgemachte Kerze mit einem selbstgemachten Wattebausch. Dort. Und die hat so eine große Flamme, dass man da auch sich Teewasser zumindest bis 70 Grad in 10 Minuten erhitzen kann, um Wasser relativ steril zu kriegen. So, das ist meine kleine Box. Das war früher eine Esprit-Uhrenbox. Die habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, als er gehört hat, dass ich so ein Faible dafür habe, so Sachen zu sammeln. Und die kann ruhig auf den Grund des Rucksacks wandern, fällt gar nicht auf oder auch mal in eine kleinere Tasche und dann hat man es aber trotzdem dabei. So, und das ist ein bisschen voll und jetzt kommen die Ranger Bands, wie man da auch zu sagt, wieder drum und dann hält das alles gut. Und ja, zur Not könnte man wahrscheinlich sogar in diese Metalldose, nachdem man sie ausgeglüht hat, Charcloaf machen. Ja, man könnte wahrscheinlich auch ein Spiegelei oder so ein Rührei drin machen. Also gut, bis dann. Und gleichzeitig möchte ich dir für deinen Kanal alles Gute wünschen, Miro, auch für deine berufliche Zukunft und vielen Dank, dass du trotz deines Stress immer wieder ab und zu ein Video machst, dass du immer wieder dabei bist. Alles Gute, liebe Leute. Ciao.